Ja, willkommen zu einer neuen Tour. Es ist Freitag, der 24. Juni 2022 und ich stehe ja gerade in Cittadella auf dem Parkplatz. Da vorne sieht man eine Stadtmauer von Cittadella, eines der Wahrzeichen hier. Und ja, wer die Stadt nicht kennt, also ich habe sie vorher auch nicht gekannt, das liegt in Norditalien, ganz in der Nähe von Venedig. Ich schätze mal, das sind noch so 20, 30 Kilometer. Und ja, hier ist der Startpunkt vom Veneto Trail. Der hängt auch ein Banner. Ja, ein Kurs ungefähr 500 Kilometer lang, also angegeben war es oder ist es jetzt mit 463 Kilometer ohne Umwege, Höhenmeter knapp 10.000. Und ja, ich habe mir mal 3 Tage dafür vorgenommen, also ist es ja so von der Entfernung von Höhenmetern ähnlich wie der Albtraum oder auch wie der Tuscany Trail vom letzten Jahr. Und ich denke mal, 3 Tage werde ich benötigen, also ganz sicher sein kann man sich nicht, weil man kennt die Oberfläche, man kennt die Wegebeschaffenheit nicht. Und ja, wie wir alle schon jetzt oft erlebt haben, es hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab. Also nicht nur Entfernung und Höhenmeter, sondern auch ja, die Wegebeschaffenheit. Ja, kann ich mal kurz auf der Karte zeigen, wie der Kurs aussieht, wo ich hier bin. So. Da bin ich. Also wie ihr sehen könnt, Norditalien. Venedig ist nicht allzu weit. Da ist Venedig, Padova und ja, Vicenza. Hier ist Cittadella. Es geht also dann hier hoch in die venezianischen Voralpen. Dann auch rein in die Dolomiten. Und wie gesagt, das ist ein Rundkurs. Also bin ich hier auch mit dem Auto angereist. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr losgefahren, jetzt haben wir 17 Uhr. Ja, ich habe aber lange Mittagspause gemacht und stand noch 2-mal im Stau, aber ich bin ganz schön fertig. Also ja, 11 Stunden unterwegs, das reicht eigentlich. Also, aber es bietet sich an, es ist ein Rundkurs mit dem Auto herzufahren, dann kann man hier sein Auto abstellen, so war es auch empfohlen und kommt dann auch gut wieder weg. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also die vom Höhenprofil her. Jetzt muss ich das mal wieder neu laden hier. Ich wollte euch gerade noch das Höhenprofil zeigen. Ja. Hammer's. Also es geht doch ordentlich rauf und runter. Ich meine, die 10.000 Höhenmeter müssen irgendwo herkommen. Der höchste Punkt sind wohl 2.300 Meter. Also es geht schon, ich würde sagen, richtig ins Gebirge rein. Und ich bin vor allen Dingen auf die Landschaft gespannt. Ja, Dolomiten bin ich jetzt auch noch nicht so unterwegs gewesen. Insofern, ich denke, wird eine richtig, richtig geile Tour, schöne Landschaften. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, hier ist auch dann das Ziel. Da vorne muss es irgendwo, ich denke mal, das ist da vorne oder hier, eine Schulhalle geben, wo man dann auch duschen kann und übernachten kann und auch ein Bier bekommt, wenn man ankommt. Und vorm Ziel kommt der Start. Und zum Starten, das ist morgen früh um 8 Uhr, geht's los. Brauche ich eine Startnummer und die hole ich mir jetzt ab. Okay, so first of all, I need you to sign here. So I need your name, surname, okay, the signature, and t-shirt size. It's L. Okay, L. So, all right, but it's L and European size. Maybe for Italian, and they take it. So, okay, I think it's okay. Okay, yeah, we should. So, you need.
This is for you. Okay. You want this. Nice. Okay. Okay. Thank you. Are you sleeping here tonight? Yes. At the gym? Yeah. Okay, that's perfect. So. Ja, ich habe es, also meine Anmeldung schon hinter mir, ging relativ flott. Und ja, habe eine ganze Tasche bekommen, voll mit Sachen. Gleich mal schauen, was da drin ist. Ist immer spannend. Ja, es sind doch ein großes Teilnehmerfeld, wobei jetzt hier noch nicht so viel los ist. Es sind 240 Leute angemeldet. Also ja, doch recht viele. Aber ja, die werden sich auch relativ schnell verteilen auf der Strecke. Es gibt dann Leute, ja, die fahren es in der Woche, und andere, die werden keine zwei Tage brauchen, um das Ding zu Ende zu fahren. So, mal gucken, was da drin ist. Ist immer ganz nett, wenn man so ein paar Sachen bekommt. Also ich weiß nicht, ob man das gebrauchen kann, aber nett ist es auf jeden Fall. So eine Oberrohrtasche, ja, ich denke, das kann man immer gebrauchen. Ein Sticker. Okay. T-Shirt. Gleich mal anprobieren, ob das auch passt. Aber ich denke, ausprobieren. So, was gibt's da noch? Schau mal hier, Squirt. Kettenwachs, ja, das benutze ich, habe ich auch dabei. Und ja, wenn man die Sachen bestellt, also gerade diese kleinen Packungen, habe ich festgestellt, wenn man die einzelnen bestellt, dann sind die so teuer wie diese große Packung. Also ich habe mir jetzt, glaube ich, 10 oder 15 davon auf einmal bestellt. Dann war der Preis okay. Und ja, die sind halt super zum Mitnehmen für unterwegs. Für zu Hause, ja, kann man das vergessen, aber für unterwegs will man natürlich nicht die große Packung mitnehmen. Und ja, sind die ganz gut. Ja, super. Ein paar schöne Sachen bekommen. Fängt auch gut an, die ganze Geschichte hier. Because there's loads of routes, like race routes to ride, but there's not many touring routes. So yeah, yeah. I want to make routes that people want to tour, you know, explore and spend months or years riding. So. But I think it depends. You can do this tour like a race, or you do it like a tour. It depends what you want to do. Yeah, yeah. I can do both, I think. Yeah. But they're not designed as race routes. Yes. You know, it's designed so people can race them, but it's designed as a touring route to take your time and explore, you know? Yeah. So yeah. It's a way of like showing off a country, but also like working out what's going on in your mind to why you want to explore and also to go to places that aren't really on the map for people to really be interested in, you know. Yeah. It's nice to explore without any preconceptions, to not go to really obvious tourist places, you know. Yeah, yeah, this is right. Yeah. This is how you meet people in country. Exactly, yes. Exactly. In this house. Yeah. First of all, welcome to the 7th edition of the Veneto Trail. We're very happy to have such a wide range of riders, people coming from abroad. Finally, this year is the first year where people from abroad are more than the Italians, so we are happy also for that. And we hope you enjoy the Dolomites, the Prealps, and all the cities, villages, or whatever you will pass through. So just a few informations. At 7:30, the gym will open, so you can go there, put your stuff there, sleep there if you need it. There are showers, you can use it, and you can stay till tomorrow morning at 7:30, then we will close it. And you can use the gym for the bag drop, so if you need to leave a bag or something there, no problem, just give it to Beatrice, that is the girl down there. And yeah, she'll pick it up, write the name and everything else. Ja, ich war jetzt eben noch mit drei anderen Bikepackern Abendessen, ein bisschen Pizza und Bier. Und ja, hier vorne geht es zum Eingang von der Halle, wo man übernachten kann. Aber ich glaube, ich werde lieber im Auto schlafen, weil ja, von den vielleicht 50 Leuten, die hier in der Halle übernachten, reicht einer, der schnarcht. Und mit dem Schlafen ist vorbei. Also ich schlafe lieber im Auto. Sicher ist sicher. Aber mal gucken, wie das hier aussieht.
Ja, ist gar nicht schlecht hier, sogar mit Matratzen. Also wäre eine Option, aber wie gesagt, ich schlafe lieber im Auto. So, guten Morgen. Es ist jetzt Samstag, 7 Uhr. Ja, hier ist der Platz, wo wir starten. Der füllt sich auch so langsam. Geschlafen habe ich wirklich super im Auto. Also war eine richtig ruhige Nacht auf dem Parkplatz. Und ja, jetzt werde ich gucken, dass ich da vorne irgendwo einen Kaffee bekomme. Aber die haben noch nicht aufgemacht. Die machen erst um 7 auf. Also in ein paar Minuten. Und ja, noch ein bisschen was frühstücken, Kaffee trinken und... So, jetzt habe ich noch jemanden getroffen hier, den kenne ich von YouTube und er kennt mich auch, ganz witzig, der Michael. Hi Michael, grüß dich. Hi Sven, habe ich gerade hier gesehen und ja, war ich mit einer Kamera am Start, da dachte ich, einfach mal Hallo sagen, einfach mal hingehen und schauen, was der Biketourer so macht hier beim Veneto Trail. Ja. Also ja, gleich geht's rein in die Berge und wir haben echt Bock. Wir haben uns beim Italy Divide verpasst, eigentlich ganz witzig und dass wir uns hier wieder treffen, wir haben uns auch noch nicht abgesprochen oder sowas da. Haben wir dieses Jahr so den ähnlichen Ton vor, ne? Wo geht's das nächste Mal hin? Ja, jetzt noch ein bisschen Orbits fahren und ja, ich will in Mexiko diese Baja California machen. Okay, also Mexiko, das steht bei mir nicht auf dem Plan, das ist mir zu weit. Ja. Aber dann würde ich sagen, dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder, oder? Alles klar, bei der nächsten Tour auf jeden Fall. Oder jetzt hier auf dem Trail. Ja, genau, oder das. Kurze Acht, los geht's. Veneto Trail 2022. Die ersten 5 Kilometer sind schon rum. Ja. Das Feld zieht auch langsam auseinander. Also das geht auch relativ schnell. Die Reise sind ganz vorne. Und ja, die haben auch nichts dabei. Keine Schlafausrüstung. Und ich schätze mal, die werden unter 2 Tagen werden die wieder hier sein. Und die, ja, die Tourer, ja, 5-6 Tage schätze ich mal. Und ich will ja 3 Tage fahren, also jetzt irgendwo in der Mitte. Lässt mich nicht komplett zerstören. Aber auch nicht ganz entspannt fahren, also soll eine sportliche Tour werden. Und ja, in ungefähr 22, 23 Kilometer geht schon in den ersten Anstieg rein. Und da geht es richtig hoch auf fast 2000 Höhenmeter oder sogar über 2000 Höhenmeter. Und ja, spätestens da wird das Feld komplett auseinanderreißen. Kilometer 20, ja, also bisher eine wunderbare Strecke. Man kommt durch ja auch viele nette Ortschaften durch, so wie diese hier. Und ja, ihr könnt es vorne schon sehen, also es geht schon leicht bergauf und es ist absehbar, also da vorne geht es dann hoch. Was ich jetzt noch gar nicht erzählt hatte, ist nämlich, wie warm es ist. Also wir haben 26, 27 Grad. Das ist ja, 9 Uhr. Also es könnte besser sein, aber auch schlimmer. Aber richtig interessant wird es dann, wenn es den Berg hoch geht. Und das in der Sonne. Also ja, es wird anstrengend.
Kilometer 28, ja, hier kommt ein Friedhof in der Wasserstelle. Und ja, uns wurde wirklich dringend empfohlen, die auch zu nutzen, weil jetzt geht es hoch und bis zum Gipfel gibt es keine Wasserstelle mehr. Also, ordentlich nachfüllen. Nicht, dass man meinen sollte, bis zur Wasserstelle war bisher alles flach. Also bis dahin hatte ich schon 250 Höhenmeter. Aber jetzt geht's richtig los. Also 2 Kilometer weiter. Es geht jetzt doch richtig im Berg hoch. Und nicht mehr auf Asphalt, sondern auf Schotter. Und ja, ich soll sagen, die Brühe läuft. Wie ist es bei dir? Ja, noch im dünnen Bereich, das schaffe ich. Kommen ein paar Schweißtropfen oder noch nicht? Doch schon. Mein Gott, das wäre ja schlimm, wenn nicht. Also ich schätze mal, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte vom Anstieg, bin bei ja, Höhenmeter 700, das heißt, ging jetzt hier schon 450 Höhenmeter am Stück hoch und ja. Es geht nach oben. Also ja, wenn man so Ausblick hat, sieht man, dass man ganz schön Höhe gewonnen hat. Oh. Also der Weg ist auch mittlerweile echt durchwachsen geworden. Eben kamen so 10 Meter richtig grobe Steine. Aber ich schiebe ein bisschen her, konnte man nicht mehr fahren. Ach. Die Steine bremsen noch unheimlich ab. Ach, hier geht's wieder. So, Kilometer 39, ja, bin jetzt hier bei 1350 Höhenmeter, also ungefähr 1100 Höhenmeter am Stück. Ja, und hier gibt es einen kleinen Versorgungsstand. Das ist nicht super sowas. Kann man gut gebrauchen. Acqua? No, devi dire che è talmente fino che non c'ha neanche gradi. Kilometer, ja, 40, 41, Höhenmeter 1480, aber ich kann den Gipfel schon sehen und jetzt am Ende geht es auch auf der Straße lang, also das ist kein Vergleich, es geht um einiges leichter,
macht halt schon was aus, der Untergrund, ja. Ja, glatt ist auf dem Asphalt oder ob es über Steine geht. Das darf man nicht unterschätzen. So, Kilometer 42, Höhenmeter sind 1600, also es ging jetzt wirklich am Stück 1350 Höhenmeter hoch und Seitenstark, ja, 1600 Höhenmeter, also nicht schlecht. Ja, da oben ist der Gipfel, da fahren wir jetzt gar nicht hoch, sondern es geht hier weiter und das geht jetzt hier, so wie es aussieht, ja, bergab. Und ja, da vorne gibt es auch eine Gipfelstation, da kann man sicherlich was essen, was trinken. Also genug Versorgungsmöglichkeiten, aber... Ja, das Landschaftsbild hat sich natürlich komplett geändert. Also ja, wir sind jetzt schon mitten in den Bergen und da hinten sieht man schön die Dolomiten. Das ist natürlich klasse, so eine Aussicht. Also... Ja, es entschädigt wie immer für vieles. Echt super. Kilometer 50, ja, ging jetzt auch nicht bergab, habe 500 Höhenmeter verloren, bin jetzt also noch bei 1100 Meter Höhe und ja, es geht jetzt hier wieder ein Stück bergauf und danach, ja, geht es eine Runde ins Tal. Und wie fandst du den Teil bisher? Also die Abfahrt war jetzt spektakulär. Richtig schön. Genauso, dass man es gut fahren kann, aber auch schon eine Auswahl. Ja, gerade noch schön flowig, ne? Ja, ja, voll. Ja. Aber jetzt spüren die Beine es schon, wenn es jetzt nochmal gleich nach 1400 Höhenmeter nochmal rauf. Ja, es geht weiter bergab und kommen jetzt gerade an einem super Aussichtspunkt vorbei. Seht man, da geht es ganz runter hier und dann wieder hoch. Oder was meinst du? Runter wieder hoch, ja? Erstmal Mittagessen. Ja, gute Idee.
kalt, ne? Müssen wir nach vorne rüber. Ja. Da müssen wir rüber. Na, springst du die Brücke runter? Ja, wenn du vorspringst. Wenn man das so sieht, ne, bei 30 Grad, klingt doch mal geil, ne? Jetzt springen wir ein bisschen auf Packrafting umpacken. Ja. Das ist mal eine richtig schöne Brücke hier. Ohne schöne Aussicht. Kilometer 67, ja, wir sind jetzt hier an einem Ort, aber den Namen weiß ich nicht, aber ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es hier eine Bar gibt und vor allem gibt es hier was zu essen und ein kaltes Bier. Es ist jetzt 20 nach 2, also wir haben ja fast eine Stunde Pause gemacht. War auch ganz gut so, also gemütlich was gegessen, getrunken, noch ein Kaffee, nachher ein Eis und jetzt geht's weiter. Ja, laut Höhenprofil geht's wellig weiter, kein großer Anstieg, aber immer leicht bergauf und ja, ich schätze mal so bei Kilometer 120, 130 geht's nochmal einen Berg hoch, aber auch nicht mehr so ein großer Berg wie ist der von heute Morgen oder von heute Vormittag, sondern ein kleinerer. Und ja, den will ich heute auf jeden Fall noch fahren. Jetzt mal gucken, wie die Wege sind bis dahin. Kilometer 73, ja, wir sind jetzt hier bei genau 2000 Höhenmeter, also ja, es geht doch schon nach oben insgesamt. Mal gucken, also wenn ich heute Abend bei 3500 Höhenmeter bin, dann passt es auf jeden Fall. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.